Oder sagen wir, fragen jetzt zur aktuellen Situation, zu Syriza, vielleicht auch das, was ich vorhin gesagt habe, ist ja von Interesse, wie es denn mit der Koalition so ist. So, wir haben gerade vereinbart, Frage wird mit Antwort dann beantwortet. Wir sammeln nicht, sondern wir stellen, gucken erstmal, ob wir so vorwärts kommen. Wer möchte denn anfangen? Überhaupt jemand eine Frage? Vielleicht könntest du mal was sagen zur Rolle und auch zur Einschätzung von Kahnen, die in der Koalition zu Probleme kamen. Und auch politische Organisierung oder organisatorische Einschätzung und auch politische Herkunft. Ein Teil sind es ja ehemalige Mitglieder der Neo-Demokratia. Also wie sind die einzuschätzen? Also, das wir wissen ja, dass es um circa einen kleinen Prozentsatz es nicht geschafft hat, Syriza die absolute Mehrheit zu bekommen. Und ehrlich gesagt, es war mehr ein Wunsch auch vor den Wahlen, als dass es realistisch aussah. In den letzten 2-3 Wochen vor den Wahlen wurde dann ständig sowohl von Tsipras selber, aber auch von den anderen Leuten, die gesprochen haben, öffentlich und Wahlkampf gemacht haben, da wurde dann betont, wir bitten das Volk, dass uns sozusagen die absolute Mehrheit gibt, damit wir unser Programm ohne Hindernisse, Barrieren und so weiter durchführen. Es ist auch Tatsache, dass in den letzten 2 Jahren Syriza von der einen Seite und diese ANEL, diese rechte Partei von der anderen Seite, gegenseitig sich geschont haben, also keine Kritik gemacht haben, weil irgendwo doch im Hintergrund die Idee war, so wie die Lage aussah, und die kommunistische Partei, muss ich dazu betonen, nicht einmal mit Syriza sprechen will, nicht einmal auf der formalen Ebene sozusagen, Tsipras mit dem Vorsitzenden der kommunistischen Partei sich zu treffen und sagen, wir wollen nicht. Nicht einmal das hat stattgefunden. Ist sogar für die kommunistische Partei, der Syriza ist ein trojanisches Pferd. Da will einfach, ja, so ist die Lage. Okay, ist nun dieses Ergebnis gekommen, worüber wir uns natürlich riesig gefreut haben, aber ein bisschen nachdenklich, was machen wir jetzt? Viele sagen natürlich, mein Gott, innerhalb von einem Tag ist die Koalition zustande gekommen. In Deutschland braucht man 2 Monate oder so. Das heißt, die haben das schon vorbereitet. Ja, ich meine, vorbereitet war das vielleicht insofern, als, wie gesagt, es keine andere Alternative gab. Die 2 Parteien, die an der Regierung waren, versteht sich, Syriza wollte und will mit ihnen nichts zu tun haben, weil die ja verantwortlich für die Krise in Griechenland sind und dass auch die Troika gekommen ist und alle diese Probleme, die wir haben. Also es gäbe keine Möglichkeit, mit ihnen zu reden oder kooperieren. Die andere Möglichkeit wäre dieser Fluss, wie er heißt, der ja 1 oder 2 Monate vor den Wahlen überhaupt entstanden ist, als eine konstruierte Partei. Da drin sind 3 eigentlich Sachen, Probleme, mit denen der Syriza sich nie anfreunden könnte. Das eine ist, da sind da hinten die Medienbosse, die gleichzeitig, also Großprojekte, das sind Leute, Bauunternehmer oder alles Mögliche, was der Staat an Projekte vergibt, dann sind 3, 4, 5 von diesen großen Geiers da, die auch die Medienlandschaft sozusagen kontrollieren. Und die haben diese Journalistin gefunden und als Marionette dann nach vorne gestellt. Der hat sich
nie mit der Politik befasst oder so. Das zweite ist, da hinten sind Leute, die mit Semitis, Semitis ist euch ein Begriff, der ehemalige Ministerpräsident, der in der PASOK Vorsitzende war und Ministerpräsident von PASOK, und der vertritt die sogenannte Reform, den Reformerflügel von PASOK, nämlich das, was die Troika auch will und etc. etc. Nichts mit sozialen Staat und so weiter. Die haben das ja auch angefangen. Und das ist, um in Klammer zu sagen, die Sozialdemokratie ist ja in ganz Europa eigentlich der Protagonist der Realisierung der neoliberalen Ideologie. Das haben wir überall erlebt, in England, in Deutschland, Spanien, Portugal, Italien und in Griechenland durch diesen Semitis und den Yorgos Papandreou. Und das dritte Problem mit dieser Partei ist, dass einige von den, die jetzt Abgeordnete gewählt wurden oder renommierte Mitglieder dieser Partei, das sind Leute, die früher in Syriza waren und die sind abgesprungen und haben diese demokratische Linke, eine Partei, die jetzt verschwunden ist, die hat 0,50% bekommen, die wurden bestraft, weil sie gegen den Syriza sozusagen da gegangen sind und mit den zwei Parteien Regierung vor 3-4 Jahren mit gemacht haben. Also für die Troika sozusagen mitgespielt haben. Also in diesem Fall könnte der Syriza mit so einer Partei nicht zusammenarbeiten. Die ist ja auch offiziell für die Fortsetzung der Troika und die Schulden zurückzubezahlen und keine Ahnung, all diese Rhetorik, die ja auch die ehemalige Regierung hatte. Ja, was blieb? Das war diese Partei, die ANEL. ANEL ist eine Splittpartei von der Nea Demokratia, von der Samaras-Partei. Die sind aus der Partei rausgeschmissen worden, weil sie im Parlament, das waren keine Ahnung wie viele Abgeordnete, die da die Partei gegründet haben, weil sie gegen das Memorandum, gegen die Troika im Parlament gestimmt haben. Also das war schon ein starker Grund für Syriza, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Ich muss natürlich auch dazu sagen, okay, ich möchte das auch nicht verschönern, bin ich, aber ich bin ja kein Berufspolitiker, vielleicht die Berufspolitiker müssen auch ein bisschen anders handeln, wenn es, weil die Alternative wäre dann zu sagen, okay, wir bilden keine Regierung, wir gehen nochmal zu neuen Wahlen und da wäre der Syriza aber ganz schlecht dran. Weil natürlich dann die Wirtschaft in diesen 2 Monaten, wo Wahlen wieder gemacht werden müsste, und die Ehemaligen würden da sagen, guck mal, die machen das Land kaputt und da würde natürlich Kapital wieder rausgehen und das und jenes und Terror und also entweder jetzt oder nie sozusagen. Was jetzt diese Partei angeht, wie gesagt, ich möchte das nicht verschönern, das ist eine rechte Partei. Die haben Probleme mit Migration und so, aber das sind nicht jetzt wie hier, wo es sehr intensiv ideologisiert wird und so weiter. Die meinen, dass zum Beispiel die Zahl der Migranten muss irgendwann mal, sagen wir brauchen so und so viele Migranten und nicht mehr. Die sind auch, was ja der Syriza auch plädiert, dafür, dass dieses sogenannte Dubliner Abkommen, Dublin-Abkommen 2 oder 3, wie das heißt, sich ändert. Was bedeutet dieses Abkommen? Leute, die nach Griechenland kommen über die Grenze, die dürfen nicht nach Deutschland kommen. Die müssen da bleiben. Also, Deutschland befindet sich so weit weg und kann natürlich einverstanden sein, sozusagen. Für Griechenland ist es eine Katastrophe, weil Tausende von Leuten jeden Tag dahin kommen, wie ich schon sagte. Und jetzt vor einer Woche hat die Staatssekretärin für Migrationsfragen schon
beschlossen, dass Kinder, die in Griechenland geboren werden, die bekommen automatisch die griechische Staatsangehörigkeit. Die Anel haben nicht reagiert. Also, wie bitte? Das Gesetz muss noch abgestimmt werden. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass sie trotzdem reagieren, weil ich rede jetzt ein bisschen taktisch, strategisch, wie sie denken werden. Also, ich meine, mit Syriza werden sie noch eine Chance haben zu überleben. Wenn die weggehen, dann sind sie weg, aus. Und daher glaube ich, werden sie schon unter Druck gesetzt werden, das eine oder andere zuzustimmen und nicht jetzt irgendwelche Probleme oder Androhungen, wir sprengen die Regierung oder so. Und ich denke, wenn die natürlich auch jetzt dafür sind, was diese Verhandlungen so ein bisschen gegen die Interessen sozusagen von unseren Kreditgebern so durchgesetzt werden, einigermaßen. Und das Programm von Syriza sieht ja vor, als erstes die sogenannte humanitäre Krise zu bewältigen. Also da sind 300.000, glaube ich, Leute in Griechenland haben keinen Strom, weil sie den Strom nicht bezahlt haben und der ist ausgeschaltet. Es gibt Leute, die im großen Raum von Attika, ca. 400.000 bis 500.000 Leute sind angewiesen, jeden Tag darauf einen Teller Essen zu bekommen, um zu überleben. Und da will Syriza ein Programm machen, wo die Leute ein bisschen vernünftiges Essen bekommen und so weiter. Die Kredite mit den Wohnungen und so weiter. Also Leute, die ein bestimmtes Einkommen haben oder keins haben, das soll sozusagen die erste Wohnung, die sie besitzen, nicht weggenommen werden. Was ja ständig gelaufen ist in den letzten Jahren. Also Leute, die ein ganzes Leben gearbeitet haben, um ein Haus, eine Wohnung zu bauen, um ihre Kinder dazu unterzubringen. Und die verlieren ihr Haus. Und oftmals geht es nicht jetzt um, nicht hier mein 30, 40, 100.000 Euro, sondern mit 1.000 Euro kann jemand das Haus verlieren, weil er das nicht hat, um zu bezahlen. Und da ist, wie wir das im Griechischen sagen, also könnte man die Anel so als eine, die Volksrechte nennen. Also die interessieren sich schon für einfache Leute, für arme Leute und so weiter. Die sind nicht offen und nur und eindeutig wie Samaras Partei. Die letzten Endes, um das in Klammer zu sagen, zum Schluss hatten sie Leute, das ist eine echte Mitarbeiter, da waren aber wirklich Neofaschisten. Die waren entweder der Jugend während der Diktaturzeit, Voridis, Adonis und solche Leute, und seine engste Berater, also so schlimm ist die Anel nicht, sage ich mal so, was diese Sache angeht. Okay. Syriza, verfolgt denn Syriza eine konkrete Utopie und wenn ja, welche und mit welcher Kraft haben die das denn überhaupt tun? Was steckt dahinter? Mit welcher? Mit welcher Kraft. Ah ja. Das Ziel von Syriza, und das hat Syriza seit Jahren immer wieder betont, ist nicht die Regierung zu nehmen, um das besser zu machen als die andere, sozusagen um eine bessere Verwaltung zu machen. Syriza hat zum Ziel, die gesamte Gesellschaft anders zu gestalten. Die Wirtschaft, die verschiedenen Institutionen, den Staat und so weiter und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass Syriza die Macht übernommen hat in einer Situation, vielleicht war ähnlich in den 40er Jahren nach der Nazi-Okkupation und dann nach dem Bürgerkrieg, wo das Land am Boden war sozusagen. Da kann man das vielleicht so vergleichen. Aber das ist das erste Mal in der neueren griechischen Geschichte, wo eine Regierung eine solche Situation übernimmt. Also, müsste natürlich jetzt Priorität sozusagen in den ersten Monaten diese Dinge regeln. Es geht um keine jetzt
Revolution in diesen Tagen. Es geht darum, ein bisschen menschenwürdiges Leben für die Leute, die wirklich da total am Boden liegen, zu schaffen. Und das braucht natürlich Ressourcen, braucht auch Zeit und Ruhe. Im Moment ist die gesamte Regierung beschäftigt sich mit, was werden wir mit Herrn Schäuble machen und was sagt der Juncker und was sagt der eine und was sagt denn die Banken, der Draghi und so weiter. Ich hoffe, dass dieses Spiel bald zu Ende geht. Und dass, ob man das erwarten kann, weiß ich nicht. Ein bisschen Logik herrscht das. Aber dann will sowohl die Wirtschaft ankurbeln mit ganz konkreten Vorschlägen, will Vorrang zum Beispiel der Solidarökonomie geben, Genossenschaften, die in diesen ganzen Jahren total in Verruf geraten sind in Griechenland, wieder aufbauen, will Banken, die gerettet worden sind, irgendwo unter staatliche Kontrolle, will ganz, wie es heißt, zweckorientierte Banken gründen, die dann verschiedene Gruppen von wirtschaftlichen Tätigkeiten voneinander getrennte. Genau. Unterstützt und so weiter und so weiter. Also will eine Demokratisierung des politischen Systems herbeiführen, will. Mit welcher Kraft? Es war auch immer wieder, und das ist richtig, und das zeigt sich jetzt, Tsipras und verschiedene Leute immer wieder betont haben, Leute, wir wollen nicht, dass ihr uns mal sozusagen die Befugnis gibt, die Regierung zu übernehmen. Ihr müsst hinter uns stehen und kämpfen, wenn wir Verhandlungen führen, wenn. Jetzt, wo wir sprechen, in der Zeit, das sind Demonstrationen in ganz Griechenland. Also da bilden sich so Solidargruppen, Unterstützung, und das scheint eigentlich auch ein bisschen komisch. Jahrzehntelang haben wir ja immer gegen den Staat und gegen die Regierung gekämpft, und jetzt gibt es Demonstrationen, die die Regierung unterstützen. Das ist komisch. Naja, kommt ein bisschen komisch vor. Noch nicht. Wir haben also noch zwei andere Wortmeldungen. Okay, als erstes du, dann da. Ich würde mich gerne an dich als Makler wenden. Ich habe die zweite Heimat in Südkreta, also in der Nähe. Ich überlege ernsthaft, mir ein paar Oliven zu kaufen. Ich möchte nicht in einer Militärdiktatur leben. Wie groß schätzt du das Risiko ein, dass die Regierung weggeputscht wird? Oh mein. Ja. Also die Frage habe ich in Griechenland jedenfalls, hat sie niemand gestellt und niemand, ja. Ich glaube, dass das vorbei ist, was Griechenland angeht. Ich möchte hoffen, ich meine, wir leben in einer verrückten Welt und nichts ist ausgeschlossen. Ich meine, wenn das so weit geht, dass jetzt irgendwelche Kräfte, die meinen, sich das leisten zu können, aber im Inneren Griechenlands kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn man nachfragen darf, also das finde ich überraschend, weil einerseits ist es noch nicht lange her, dass es eine Militärdiktatur gegeben hat in Griechenland, und andererseits hat es keinerlei politische Aufarbeitung dieser Epoche gegeben. Es hat keine Säuberung in Anführungsstrichen gegeben, was das Militär angeht oder die Polizei angeht. Also die Traditionen, so wie ich das erlebe, sind nach wie vor sehr stark vorhanden. Und wenn Syriza ernst macht mit den Ankündigungen, bedeutet das einen ganz klaren Affront. Und ich habe jetzt gerade von einem Kollegen, mit dem wir vorgestern noch zusammengesessen haben und diskutiert haben, gehört, dass sowohl China als auch Russland Unterstützung zugesagt haben. Das kann sich Europa nicht gefallen lassen, glaube ich. Und dann ist die Frage, was denkt man nach? Also ich bin der Auffassung, ihr solltet dieses Thema Militärdiktatur ganz offen diskutieren, weil nur dadurch die demokratische Öffentlichkeit in der Welt darauf vorbereitet werden kann. Und nur so, glaube ich, haben wir eine Chance, dass es vielleicht nicht passiert. Du hast Allende gesagt, das ist genauso unwahrscheinlich gewesen wie heute Griechenland. Naja.
Ja, das ist schon richtig, aber wie gesagt, das ist kein Thema. Okay, das dachte ich mir. Das ist kein Thema. Ja, das wäre auch unter anderem meine Frage gewesen. Und zwar, wenn es darum geht, alles das, was die Regierung jetzt vorhat, wenn es umgesetzt werden würde, dann könnte man sich auch wohl vorstellen, so wie du gerade auch sagtest, der Schäuble hat die Krise jetzt gekriegt, ne? Oder kriegen noch andere die Krise. Und für mich kommt dann wirklich die Überlegung, kann das nicht doch versucht werden, dann eine militärische Lösung zu überlegen? Also von Seiten der EU wieder. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es wichtig, das, was jetzt ja auch mit dem heutigen Tag gewonnen wird, Solidaritätsaktionen für Griechenland bundesweit, auch hier in Deutschland, aber ich glaube in ganz Europa, auch angesetzt worden sind. Und das halte ich also für absolut notwendig. Ja. In der Tat. Ich meine, wenn man diese Bewegung, die ist ja für uns eigentlich, finden wir das unheimlich gut und ermutigend, was in Italien zum Beispiel in Bewegung gesetzt wurde. Das war schon damals, als Tsipras Europa-Kandidat war, um die Stelle von Barroso dazu, was die meisten der Deutschen das gar nicht mitgekriegt haben übrigens. Ja, wir schon, aber. Ja, die meisten, meine ich. Und das, was jetzt an Solidarität gekommen ist, also bekannte Leute aus der Kultur, aus der Wissenschaft, Politiker, sonstige, aus Frankreich auch, Spanien sowieso mit Podemos, die vor einer Woche so eine riesengroße Demonstration in Madrid gemacht haben, um sich selber zu Wort zu melden, aber hauptsächlich um Syriza zu und die Regierung in Griechenland zu unterstützen und so. Neulich habe ich irgendwo erfahren, dass in Köln, glaube ich, am 22. und 23. eine bundesweite Versammlung oder Tagung oder was stattfindet, um verschiedene Solidargruppen sich zu treffen. Und Tagung schon, Workshops und so weiter. Ja, ja. Mit Demonstrationen. Und ich meine, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, es gibt ja auch Stimmen, sei es aus den Regierungskreisen oder auch einige Medien hier, nicht so stark in Deutschland, aber anders. Amerikanische zum Beispiel, Wall Street Journal oder Financial Times, New York Times, Guardian, Le Monde Diplomatique und so weiter, die eine andere, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich, ich halte das für nicht für möglich. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber. Ja, genau, jetzt haben wir da. Ja, ich würde gerne etwas über die staatlichen Einnahmen erfahren, welche die Regierung hat, also das Steuersystem. Ja. Ja, ja, das Steuersystem. Guck mal, okay, wir haben, um so anzufangen, keine Steuerkultur in Griechenland. Ja, aber. Wenn ihr einen kleinen Mann, eine kleine Frau fragt, die einen Laden hat oder Freiberufler, Waschinstallateur oder was immer heißen soll, sagt ihr, ja, warum soll ich denn bezahlen? Die Großen bezahlen nichts. Und in der Tat, ich war 12 Jahre in Deutschland, seit 83 bin ich zurück. Jedes Jahr, wenn die Steuererklärung gemacht wird, der Finanzminister gibt eine Zusammenfassung in die Öffentlichkeit. Was sind die am meisten Steuer bezahlen? Die Beamten. An zweiter Stelle sind irgendwelche kleine Freiberufler und so.
Industrielle, also was das immer heißen soll, jetzt in Drachmen, haben sie ca. 20.000, 25.000 Drachmen angegeben, dass sie Einnahmen hatten. Also das heißt, es gibt ein total ungerechtes Steuersystem. Und ich meine, ich selber, wenn ich sehe, dass ich 30-40% meines Gehalts an Steuer bezahlen, da werde ich zornig, wenn ich merke, dass ein Industrielle, ein Hotelier, ein Reeder kaum was bezahlt. Dann versuche ich auch, wenn es möglich ist, dann keine Steuer zu bezahlen. Leider kann ich nicht schaffen, weil der Staat das gleich nimmt. Also, der Syriza will das total ändern. Zunächst einmal weiß ich nicht jetzt, irgendwelche Grenze gibt es da. Ab 70.000 müssen sie so viel bezahlen und ab 100 oder 200 und so weiter. Und weiter unten soll jetzt seit 3 Jahren oder 2 Jahren beim ersten Euro wird man schon Steuer bezahlen müssen. Also angenommen, du hast 1 Euro Einkommen dieses Jahr, musst du schon 23% oder 35% Steuer bezahlen. Also, Syriza meint, bis 12.000 soll steuerfrei sein. Und danach sollen kleine Stufen geben, also bis 20 und dann 25 und dann 30 und so weiter. Bis jetzt war das, ob du 40.000 verdient hast oder 10, müsstest du denselben Prozentsatz bezahlen. Und so weiter. Also, und will natürlich die, was in Griechenland auch eine Plage ist, die Offshores. Ich habe einen Kollegen, der sogar jetzt hat einen wichtigen Posten bei Syriza, aber ich möchte seinen Namen nicht nennen. Und der mir sagte, dass sein Bruder ein Reeder ist. Weil ich dann fragte, Mensch, du bist doch ein Wirtschaftswissenschaftler, sag mir, was ist das Problem in dieser Krise, die wir haben? Der Mann sagt dir ein Paradigma, ein Beispiel. Mein Bruder ist Reeder. Der hat seine Schiffe, keine Ahnung, in Lateinamerika irgendwo, laufen sie rum. Der sitzt in Athen. Seine Villa, wo er wohnt, ist nicht seine. Die ist von der Firma. Der ist Angestellter der Firma. Die steht ihm zur Verfügung. Seine Yacht gehört ihm nicht. Die ist von der Firma. Sein Auto, sein Gärtner, seine und so weiter, Putzfrau etc. Und der gibt an, 25.000 Euro pro Jahr zu verdienen. Wie sie das jetzt in den Griff bekommen, weiß ich nicht. Aber da haben wir ein anderes Beispiel, die sogenannte Liste Lagarde. Was ist Liste Lagarde? Lagarde war und ist jetzt die IWF-Chefin. Die war Wirtschaftsministerin in Frankreich. Und als sie Wirtschaftsministerin war, hat unseren Wirtschaftsminister, diesen Venizelos von der PASOK, eine Liste geschickt, ein USB oder CD. Und der Arme wusste nicht, wo diese CD war. Ich habe sie meine Sekretärin gegeben. Drauf standen 2200 Namen. Nach monatelangen Untersuchungen hin und her haben sie 3 Kopien gefunden. Aber eine von denen war die echte und die anderen, da fehlten 3 Namen. Und diese 3 Namen, da waren zufällig Cousinen von dem Wirtschaftsminister, der diesen Dicken da ersetzt hat. Der jetzt im Gefängnis, Richtung Gefängnis geht. Da werden alle Lasten auf ihn jetzt. Und diese Liste besteht jetzt seit 4 Jahren und ist nichts passiert. Also Syriza wird, es gibt wohl eine Luxemburg auch. Luxemburg ist bekannt. Der Herr Juncker hat das sein Paradies gemacht, das Luxemburg. Ja. Mal sehen, all das will der Syriza nun versuchen. Nennt sie. Wir haben kein
keine Kontrollinstanz. Jetzt ist ein Minister ist extra für diese Sache ernannt worden. Also der frühe Staatsanwalt war und gegen das Geld, die Geldwäsche sozusagen und so, der hat jetzt diese Aufgabe übernommen, eine ja, Steuerpolizei, wie sagt man das dann? Ich habe zu meinem Nachbarn eben gesagt, dass ich die Frage stelle, und darum sagte er mir, ja, dann musst du aber auch mal nach der Kapitalflucht fragen. Ja. Gut, dann, wir haben noch weitere Wortmeldungen. Ja, ja. Ich will noch kurz zu den zwei Bemerkungen über mögliche Militäreingriffe und Putschen. Ich meine, das halte ich auch vollkommen unrealistisch, weil Syriza will zurzeit, also will generell keinen Kommunismus in Griechenland einführen, will zurzeit auch keinen Sozialismus einführen, sondern will einen funktionierenden Staat anführen, der, wo die Leute leben können und eine Erleichterung haben. Das ist so, wenn ich so sehe, aber was dafür gemacht werden muss, ist es wirklich riesig. Ich habe jetzt gestern und vorgestern die Maut-Sitzung angehört, in jedem Minister mit seinem Plan. Das ist wirklich ein Riesenprogramm, wenn die das alles durchsetzen wollen. Und ich frage mich wirklich, wie wollen Sie das machen? Haben Sie in der Verwaltung auch die Leute dahin? Werden die Leute auch anfangen, ihre Steuern zu zahlen, die sie hier zurückgehalten haben, die sie aber nachzahlen müssen für 2014? Wird die Moral? Ich hoffe das. Also ich habe jetzt bei einem gehört, der irgendwie in der Mail geschrieben hatte, ich werde jetzt sofort mein NVA zahlen, denn diese Regierung muss ich jetzt unterstützen. Aber ist da so eine Stimmung in Griechenland? Ich bin leider zu früh weggegangen. Ja, ja. Da gebe ich zu, dass das ein Riesenprogramm ist und dass, ich meine, im Grunde genommen fehlen in Griechenland Reformen. Niemand leugnet das ja. Aber wie sie von der Troika diktiert werden, innerhalb von einer Woche eine Reform durchzuführen, die hier oder woanders seit 100 Jahre gebraucht hat, um dahin zu kommen. Also im Grunde genommen, was in Griechenland fällt, wirklich ein bürgerlicher Staat, wo das wirklich funktioniert. Allerdings, okay, Syriza hat schon im Hinterkopf auch das in dem Sinn so zu machen, dass es irgendwann mal zu einer anderen Gesellschaft, ob nun Sozialismus oder sein wird, das wollen wir. Aber mal sehen. Mal sehen. Zunächst einmal ist dringlich das. Ja? Und weil jetzt Emphia angesprochen wird. Emphia ist Eigentumssteuer. Ja, ich meine, hier bezahlt man ja auch. Bloß, was ist jetzt in Griechenland das Problem? Ob du jetzt eine Villa, die Millionen gekostet hat, oder zwei, drei, oder was du hast, du bezahlst, was ich schon vorhin sagte, dasselbe wie eine kleine Familie, die, okay, in Griechenland ist ein Haus, eine Wohnung zu haben, ist fast wie selbstverständlich, dass du Sauerstoff brauchst. Woher das kommt? Jeder Grieche wollte sein Haus haben. Der verschuldet sich, der arbeitet das ganze Leben, der verkauft ein Stück Land, will eine Wohnung haben. Ist ein Fetisch sozusagen, ja. Es heißt ja nicht, dass jeder, der ein Haus hat, ist auch dann, hat ein Einkommen, wo, keine Ahnung, gespart hat und so. Und jetzt kommt die ehemalige Regierung und sagt, ihr bezahlt Steuer. Ja, aber dann meint er, verdammt nochmal, ich habe Steuer bezahlt beim Bauen, beim Kaufen des Grundstücks, bei dem, bei jenem. Warum soll ich jetzt? Das bringt mir ja nichts. Eine kleine Wohnung, so 30, 40, 50 Quadratmeter, wo ich gerade wohne, habe ich keinen Profit daraus, um jetzt Steuer zu bezahlen. Syriza sagt, also bis zu einer Höhe von Einkommen wird nichts bezahlt. Die bezahlen werden, die sind die Großeigentümer, die großes Eigentum besitzen. Ja, genau.
Also. Bis zu einem bestimmten Punkt. Oder ja. Ab einem bestimmten Punkt. Ja, genau. Ja. Am Anfang hatte jemand gefragt, was denn die derzeitige Koalition oder die Mehrheitsfraktionspartei für Vorstellungen hat in die Zukunft. Ich möchte vielleicht mal drei Beispiele. Irland, Island und Frankreich 1870, Pariser Kommune. Irland ist von Juncker, der derzeitige Macher in der EU, ist unter fürchterlichen Androhungen vergattert worden, 60 Milliarden für die Banken abzurücken. Island, ein Land, das etwa so groß von Einwohnern Duisburgs, etwa so 450.000 Einwohner, wollte man für 40 Milliarden vergattern. Die Isländer haben eine Volksbefragung gemacht und haben das mit 55% abgelehnt. Also Fallbeispiel, also was passieren kann, was ihr jetzt in Griechenland redet. Und diese 1870 Pariser Kommune hat es eine Revolution gegeben, wobei, ich schätze mal so, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, 10, 15 Tote gegeben hat. Da ist unter anderem eine Kampfgefährtin, die bei der Revolution Geschichten eingefordert hat, nämlich Arbeit, Wohnung, Gesundheit, Schulen und so weiter. Die hat das Ganze unter dem Kürzel oder dem Thema gesagt, das Volk bekommt nur das, was es sich nimmt. Und in dem Sinne, denke ich, hat also Griechenland jetzt gewählt und gesagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, jetzt machen wir die ganze Geschichte erstmal ein bisschen platt auf Null und fangen wieder von neu an. Könnte man das so vielleicht interpretieren. Das soll uns der Varoufakis erklären. Ja, also, ja, ja. Soll ich fast so sehen. Ja. Ich habe jetzt zwei weitere Wortmeldungen ganz hinten, ja, ja, und hier vorne noch. Mhm. Ja, Juliza ist ja ein Bündnis. Ja. Kannst du mal das bitte näher erklären, welche Parteien, Gruppen, Basisinitiativen oder was sind das für verschiedene? Ja, ja. Mhm. Ja, meine Syriza war ja ursprünglich, müssen wir zurück in 60er Jahre gehen. 68, Frühling, Prager Frühling, hat sich die Kommunistische Partei gespalten. Oder sind die sogenannten, wie damals hießen, die Auslandskommunisten, die Moskau-Orientierten, die Partei, die wir jetzt noch haben, die Kommunistische Partei, und die sogenannte, ja, Inlandskommunistische Partei oder eure Kommunisten. Das bis... ja, Ende der 90er Jahre noch. Es gab immer wieder aber Versuche, und es gab einen Versuch, der 89, die sogenannte ökumenische Regierung. Da war eine Krise, was die PASOK-Regierung angeht und so. Und da hat sich die Kommunistische Partei und die damalige, sozusagen, der damalige Synaspismoskis Allianz, linke Allianz, die haben sich zusammengetan als Syriza. Da hat das Experiment angefangen. Ja, ja. Und die haben dann dort zusammen mit den Rechten und mit den Sozialisten regiert. Es war eine Übergangsregierung sozusagen. Da haben die Rechten wieder die Wahl gewonnen bis 1993 mit Zotaikis. Naja, und dann kam wieder die PASOK dran, etc. etc. Okay, das hat natürlich die Kommunistische Partei als eine Fehlentscheidung verstanden und
daher will mit Syriza nichts mehr zu tun hat. Das hat dann jahrelang gedauert, wo die Alavanos, der ehemalige Vorsitzende vor dem Tsipras, Tsipras ist eigentlich ein Kind von Alavanos, der hat den Verdienst, muss ich zugeben, dass der Syriza zustande gekommen ist. Das war sein Ziel, eben verschiedenste Linksgruppierungen zusammenzubringen. Also da sind mehrere da. Das sind von Maoisten, Trotzkisten, Kommunisten, die aus der Kommunistischen Partei rausgegangen sind. Das ist der harte Kern der Eurokommunisten. Das sind die sogenannten Unanendakti, sagen wir auf Griechisch, wie ich zum Beispiel eine war. Linksorientierte Leute, die einfach in keine Partei halt irgendwo als Mitglieder sind, sagen wir mal so. Und vor den Wahlen 2012 ist eigentlich der Syriza zu einer Partei geworden. Also es gab vorher keine Partei, es war eine Allianz und Zusammenarbeit, natürlich mit großen Problemen und so. Was ja auch die Rechten und die anderen meinten, ja, das ist doch nach dem ersten Tag sozusagen, werden die auseinandergehen. Und ich glaube, trotz der Probleme, oftmals sehr harte, es gibt zum Beispiel eine Gruppe in der Partei, die gegen die EU sind, die wollen aus der EU raus. Trotzdem machen sie mit. Es gibt Diskussionen, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Argumente, Gegenargumente. Bis jetzt gibt es keine solche Gefahr. Und außerdem, was wichtig ist, weil ja viele sagen, naja, der Syriza wird ja eine zweite PASOK sein. Wie der große Papandreou damals, der Andreas, angefangen hat und mit sozialistischen Sprüchen, Programmen und so. Und was wurde danach? Dann sind wir dahin gebracht, wo wir gebracht worden sind. Also warum ich jetzt glaube, dass es nicht mit Syriza passieren kann, ein Argument ist genau diese Zusammensetzung, wo eine scharfe innere Kritik gibt, wo demokratische Prozesse innerhalb der Partei laufen. Also die PASOK hatte 10 Jahre lang, Länge weiß ich nicht, hatte kein Parteitag gehabt. Die einzige, die Entscheidungen getroffen hat, das war der Andreas Papandreou, wer Minister wird, wer raus aus der Partei, wer rein, wer. Also keine Demokratie in der Partei sozusagen. Und das kann, nehme ich an, hoffe ich, in Syriza nicht passieren, dass der Tsipras jetzt macht, was er will. Ich meine, selbst wenn er jetzt unter Druck gesetzt wird, irgendwas gegen das Programm von Syriza zu entscheiden, nehme ich an, dass er entweder Referendum oder ein Sonder sozusagen Parteitag machen muss, um zu entscheiden. Also das. Jürgen, du hast in der Theorie davon gesprochen, von der Reproduktion des Kapitalismus. Es ist ja eine alte Denkschule zu glauben, der Kapitalismus entwickelt aus der Krise, geht gestärkt aus einer Krise hervor, weil er sich zum Nutzen macht. Personifizierung des Geistes des Kapitalismus. Nun sagst du in deinem letzten Satz, es gibt zwei Experimente. Der Neoliberalismus guckt, wie weit er gehen kann, und die griechische Bevölkerung trotzdem. Das ist natürlich für mich die Frage, kann die griechische Bevölkerung, hat sie die Power, einen neuen Geist des Kapitalismus zu trotzen? Und wenn sie das schafft, was bedeutet das denn eigentlich für ein politisches System, was völlig auf Neoliberalismus ausgelegt ist? Tja. Ja. Ich nehme zum Anlass, mal etwas zu erwähnen, was ich vorhin nicht gesagt habe. Ich habe eine Broschüre, das sind 30 Seiten, Entschuldigung, auf Englisch von OECD von 1996, wo ein Experte von dieser Organisation wurde beauftragt, mal zu evaluieren, zu reflektieren darüber,
was ist passiert da, wo die Weltbank und Internationale Währungsfonds gegangen sind, was die Probleme sich ergeben haben, um eben diese Politik zu verbessern. Was er festgestellt hat, 96, es war natürlich nur Lateinamerika, Afrika, nicht Europa. Also das größte Problem fand er, dass also nicht so sehr sozusagen auf die Gesellschaft aufgepasst haben, um diese Maßnahmen akzeptabel zu machen bei der Bevölkerung. Und er macht eine Reihe von Empfehlungen und sagt, naja, wünschenswert wäre eigentlich, wenn beim Anfang diese Anwendung, diese Politik, wenn wir eingeladen sind, dahin zu gehen, sozusagen, dass die Regierung wechselt. Klammer auf, sowohl in Griechenland als auch auf Zypern ist, als die Regierung gewechselt ist, ist die Krise ausgebrochen, offiziell. Weil natürlich, logischerweise, wenn die Regierung wechselt, dann die neue Regierung, die wirft die ganze Verantwortung auf die letzte und so weiter und kann aber und muss aber wirklich schnell und massiv Maßnahmen treffen und immer wieder daran erinnern, dass es tut mir leid, ja, wie unsere zum Beispiel Ministerpräsidentin immer sagte, ja, mein Herz blutet und so, aber wir können nicht anders. Da schuld dran ist die letzte Regierung. Das Zweite ist, aufpassen, nicht massiv Maßnahmen treffen, aber nicht gegen alle sozialen Gruppen und Klassen. Da musst ihr als Erster zum Beispiel eine Gruppe nehmen, die sowieso kein großes Ansehen bei der Bevölkerung hat und die niedermachen. Und wenn sie niedergemacht habt, da wird die Bevölkerung da hinten stehen, dann geht ihr zu anderen und so weiter. Was haben sie bei uns gemacht? Sie haben die Beamten genommen, diese korrupten Beamten, diese Faulen, die bringen ja nichts. Boah, die ganze Bevölkerung war dafür. Beinahe hätten sie uns alle auf den Plätzen aufgehängt, sozusagen. Ja, und dann kamen sie dran. Und das erinnert mich an diesen berühmter Spruch von Martin Niemöller, als die Nazis kamen und so weiter, haben die Kommunisten genommen, wir waren ja keine, also zum Schluss gab es keinen zu protestieren. Vorsicht aber mit den Universitäten. Nicht die Studienplätze reduzieren, die Finanzierung könnt ihr niedermachen. Denn die Bevölkerung interessiert sich nicht für die Qualität des Studiums, Hauptsache, die haben einen Studienplatz und ihre Kinder studieren. Was sie studieren, ist eine andere Sache. Weil wenn die Studenten auf die Straße gehen, also dann wird es gefährlich. Und so weiter und so weiter. Also ich hatte am Anfang, als ich das entdeckt habe, den Text, den Eindruck, dass wirklich unsere Minister das in der Schublade hatten und rausgenommen und Maßnahmen. Innerhalb von 5 Jahren sind mehr als 500, wie nennt man das auf Deutsch, Notstandsgesetze. Da war nicht die ganze, wie soll man sagen, es ging nicht durch das Parlament, also wo Ausschüsse diskutieren und so und dann abgestimmt und so weiter. Ein Minister hat eine Unterschrift gegeben, am nächsten Tag war Gesetz. Und 3 Monate danach könnte vielleicht ins Parlament gehen und abgestimmt werden, und ist aber nie. Selbst das Hauptmemorandum ist nicht durch das Parlament gegangen, nie abgestimmt. Also damit wollte ich eben dieses zum Anlass nehmen, um gesagt zu haben. Jetzt habe ich aber die andere Hälfte vergessen. Die Frage ist, ob Sie die Krisenbevölkerung die Kraft hat, die Utopie des Geisteskapitalismus zu kennen. Ja, ehrlich jetzt gesagt, glaube ich nicht, dass innerhalb von 2 Jahren jetzt diese 37-38% der Griechen jetzt Sozialisten wurden und Linke wurden und so. Das wäre schön.
Es wäre schön, aber die sind das nicht. Und daher hängt, glaube ich, wirklich dieser erste Teil des Programms von Syriza, wenn er das einigermaßen hinkriegt. Ich meine, ich höre schon von Leuten, selbst in diesen Tagen, wo ich hier bin, kommuniziere mit meiner Frau und ist derselbe Meinung. Also die Leute sagen schon, Mensch, das geht ja nicht darum, dass alles der Syriza macht, was er jetzt verspricht. Ja? Aber dass wir zunächst einmal ein bisschen würdig fühlen. Dass dieser freche Minister, Finanzminister, diesem Deppen da aus Holland gesagt hat und ein bisschen auf den Arm genommen hat. Da hat die Leute ermutigt, also Leute, die Syriza nicht gewählt haben, die haben wirklich gejubelt. Die meinen, endlich, verstehst du, dieses psychologische Gefühl, also irgendwo der letzte Dreck zu sein. Ne? Und damit meine ich eine Chance für Syriza. Allerdings die Voraussetzung ist, dass diese Geschichte jetzt, Schulden hin, Hilfscher, Schnitt, neues Programm, nicht Programm, irgendwie ein gutes Ende hat. Und dann sich konzentrieren, um den Leuten mal dieses, ich denke, dass die Leute wirklich auch erfinderisch sind, dass sie auch in eine Richtung gehen, wo sie neue Ideen haben. Die Wirtschaft muss ja laufen. Ohne Wirtschaft kannst du nichts machen. Und da denke ich, wenn das einigermaßen läuft, also da hat dieses Volk, wird, glaube ich, so weit sein, eben auch andere, ernstere Maßnahmen, was die gesamte Gesellschaft sozusagen angeht, zu akzeptieren. Wir erleben das ja spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, mit diesen hin und wieder und oben nach unten und Diktaturen und so weiter und so fort. Ich meine, die haben jetzt, also ich habe ein Video neulich gesehen, eine Frau, die wirklich, also ein Minister da im Fernsehen hat angerufen und ihn angeschrien und meinte, 40 Jahre bin ich rechtsorientiert und wähle die Rechten. Aber ihr seid Schweine, so, ihr seid Schweine. In den Augen von Tsipras sehe ich einen Menschen, der wirklich was verspricht, was mir seit Jahrzehnten fällt. Ich wähle Tsipras, er hat angeschrien. Ja, ja, also ich hoffe. Ich denke, mehr bleibt auch erstmal nicht übrig, weil wir können nicht in die Zukunft gucken. Ja, bezogen auf die letzte Frage, glaube ich, sollten wir nicht vergessen, dass dieses Gefecht nur in Griechenland entschieden wird, sondern dass ob und wie es in Griechenland sich entwickeln wird, auch sehr viel abhängig sein wird von dem, was sich drum in den Ländern drumherum tut. Also das heißt, inwieweit es auch entsprechend stärkere Basisbewegungen gibt, die diese Art von Politik unterstützen. Und in dem Zusammenhang möchte ich hinweisen auf die L'Occupy-Bewegung, die zum Beispiel im März die Großdemonstration in Frankfurt gegen die EZB organisieren wird. Und das Zweite war, was ein weiterer, wirklich auf europäischer Ebene eine Machtfrage werden wird, ist die Geschichte mit dem TTIP-Abkommen. Ich glaube, das sind alles Ansatzpunkte, wie sich das entwickeln wird und wie weit man sich damit nach vorne begehen kann und durchsetzen kann, was insbesondere dann auch Griechenland helfen wird, ihre Politik umzusetzen. Dass nicht immer das in Anführungsstrichen europäische Interesse gegen Griechenland und umgekehrt ausgespielt werden kann. Danke. Ja, mich würde interessieren, welche Rolle die Gewerkschaften in Griechenland spielen in dieser Zusammenhang und wie in diesem Notwendigkeit der Unterstützung, welche Rolle sie da? Ja, das ist ein Paradoxon.
was die Rolle der Gewerkschaft in Griechenland. Ich meine, die Gewerkschaft in Griechenland, die Geschichte der Gewerkschaft ist eine, wie auch bei anderen Institutionen leider, also mit dem Staat irgendwo im negativen Sinne verbunden. Und in den letzten Jahren, die ist beherrscht von der Sozialistischen Partei teilweise und von den Rechten. Und jetzt, während dieser ganzen Zeit, naja, die haben so einmal zu einem Streik von einem Tag gerufen, weil sie gesehen haben, gezwungen worden sozusagen von der Situation, wie sie sich jetzt verhalten werden, das kann ich nicht schätzen. Habe ich noch keine Reaktionen. Ich denke, und das ist auch eine Schwäche von Syriza, ja, aufgrund halt der kleinen Zahlen, die Syriza waren bis vor 2 Jahren, da war ja die Partei von 3,54%. Das war Syriza vor 2012. Ne? Ja, wie sich das jetzt entwickelt, kann ich mir nicht vorstellen. Da ist natürlich auch wichtig, wie jetzt die Mitglieder der Gewerkschaften und so weiter reagieren. Also das gibt ja für die verschiedenen Parteien hatten bis jetzt immer ihre. Ja, ja. Ja, ja. Hatte die Syriza eigentlich auch? Ich meine, Parmel hat die kommunistische Partei, hat Parmel, ja, ja. Hat ja, ja, ja. Nee. Ja, 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 ja. Wobei, okay, in manchen, das sind ja unterschiedliche Gewerkschaften, wie du vielleicht weißt. Ne? Das ist die JSE, also der DGB sozusagen. Und das sind andere Universitäten, das sind öffentliche Dienste, das sind so. In manchen, wie zum Beispiel bei Lehrern, Gymnasiallehrern und so, da hatte der Syriza in den letzten Jahrzehnten den Vorstand, sag ich mal so. Also der Vorsitzende war fast in den letzten 10, 15 Jahren von Syriza. Interessanterweise. Ja, ja. Ja. Mal sehen, wie sich die Gewerkschaften da. Aber ich meine, die haben ja auch ein Institut und das war eins der wichtigsten, sage ich mal so, Institutionen, die Material geliefert hat in all diesen Jahren. Ja, auch für sie ist das sehr wichtig, die INE heißt das, Institut für Arbeit der Gewerkschaft, die so Forschungen machen und so Zahlen und ja. Ja, kann man es vielleicht so sagen, dass es auch eine ganze Menge aus der Bewegung rauskommen muss, um überhaupt dann die Syriza und die Politik zu unterstützen? Ja, ich meine, in Griechenland selber ist ja wichtig, dass neue Projekte im Alltag und so, wir haben, und das gilt natürlich auch, was vorhin gesagt wurde, ich meine, schön wäre es zum Beispiel jetzt, wo die Verhandlungen da laufen, dass in Deutschland mal einen Tag 1 Million Menschen auf die Straße gehen, sage ich mal. Aber für die weitere Zukunft wäre natürlich unheimlich auf allen Ebenen, im Bildungsbereich, Kulturbereich, Wirtschaft, Politik und so weiter, so Projekte, Initiativen, wo eine Gruppe aus Deutschland mal hingeht. Es geht ja nicht nur jetzt um materielle Unterstützung, vielleicht gar nicht dafür, sondern mal diese, wie soll man sagen, das Emotionale, das Moralische, da wo man fühlt, also Mensch, hier haben wir Unterstützer und Ideen natürlich und so, wie man das eine macht und so, wie man sich organisiert und dass diese Gesellschaft braucht, wir haben es verpasst und das meine ich im Ernst, dass wenn ich oft so hier Kritik an der 60er Jahre, 68er und alles Übel in Deutschland, der 68er sozusagen zugeschrieben wird, da bin ich wirklich, dann ärgere ich mich, weil ich selber unheimlich aus der Zeit profitiert habe
Und ich denke, im Gegensatz zu Deutschland, was in Griechenland fehlte, deswegen habe ich so stark mich gefreut über diese Initiativen, die jetzt während der Krise entstanden sind. Wir haben ja die Diktaturzeit. Und dann nach der Diktaturzeit, da wo in ganz Europa sozusagen diese alternative Bewegung, neue soziale Bewegungen, Friedens, Frauen, Umwelt und alle diese Probleme so als Bewegungen entstanden sind, das hatten wir nicht. Bei uns war das Anliegen, nach der Diktaturzeit gegen NATO zu kämpfen, gegen Amerika, gegen CIA, gegen auch EU, die damals ja Wirtschaftsgemeinschaft hieß und so weiter. Weil, und in der Tat war das so. Ich meine, der Clinton hat ja sich öffentlich in Athen, als noch Präsident war, entschuldigt, weil CIA da sich eingemischt hat und Kissinger für die Diktatur in Griechenland. Ja? Also, und das ist jetzt etwas, was sehr wichtig ist. Die Griechen haben verpasst, durch diese Ereignisse ein bisschen den Alltag zu politisieren. Also Politik als Alltag in der Familie, in der Erziehung, in der Nachbarschaft, und natürlich in der Wirtschaft auch, Alternativprojekte, Solidarökonomie. Dann kann in Griechenland unheimlich viel passieren. Das ist so ein wichtiger Sektor, um ein neues Gefühl für das Zusammenarbeiten, Genossenschaften, die, wie gesagt, also einfach lächerlich und diffamiert wurden, weil sie zum Schluss in diesem ganzen Klientelsystem diese beiden Regierungen, diese beiden Parteien da sich verwickelt haben, ne? Und so weiter. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung, dann würde ich vorschlagen, weil es mitten in der Woche ist, dass wir vielleicht dann doch mal zu nennen. Wer war noch? Da hinten noch? Ah, okay. Dann weiß ich nicht, wer jetzt als Erster dran war. Also, sag mal. Wie wird das denn unter der neuen Regierung mit Chrissi Avi, mit den Nazis weitergehen? Tja. Ja, ihr wisst ja, dass, und das ist auch ein Rätsel, warum die Samaras-Regierung und Venizelos die Chrissi Avgi, so die ca. 20, 25 Abgeordnete oder Funktionäre der Chrissi Avgi sitzen ja im Gefängnis. Und warum sie das gemacht haben, kann man vielleicht einfach vermuten, da sie die Wähler gewinnen wollte. Also sozusagen diese Typen da zu irgendwo ein bisschen zu diffamieren. Das war ja auch zeremoniell, als sie festgenommen haben, mit Ketten da. Ja. Und da sind 18 Monate vergangen. Nach 18 Monaten dürfen sie wieder freigelassen werden. Und das sollte eigentlich bis zum 28. Januar, glaube ich. Ich habe jetzt etwas verpasst in diesen Tagen. Ob sie nun sind der Prozess jetzt machen? Wird gemacht im März. Ah, okay. Aber jetzt werden sie freigelassen, weil nach 18 Monaten müssen sie. Die sind in Haft, sozusagen. Ja? Was der Syriza machen wird, das wurde öffentlich mindestens nicht diskutiert. Ich meine, das ist ja auch hier eine Diskussion gelaufen, wo Pro und Contra, ob NPD oder solche faschistischen Gruppen sozusagen als illegal erklärt werden, ob das besser ist, sie offen zu lassen, aber gegen sie irgendwo gehen, wie, wo, was. Also ich weiß es nicht wirklich, ob der Syriza eine konkrete Vorstellung damit hat. Dass natürlich sie nicht legitimieren will oder verschönern will, das ist völlig klar. Ich glaube aber, am Anfang haben wir das alle ein bisschen unterschätzt.
Also viele meinten, ja, das sind halt Leute, die jetzt Chrissi Avi unterstützen und wählen, weil sie die Nase voll haben, unpolitisch sind und in der Tat, das herrschende Argument war ein lächerliches. 2012 habe ich für Syriza kandidiert in Dodekanes. Das war eine gute Erfahrung für das Parlament. Und ich habe natürlich einige getroffen, die mir sagten, naja, geh mal weg, ich werde Chrissi Avi, also Golden Morgenröte, wählen. Ja, und wir haben gesagt, okay, ist kein Problem, aber erkläre mir, warum. Und das einzige Argument war, also diese Deppen da oben, die im Parlament sitzen, und die lügen, die machen nichts und nur bereichern sich und so weiter und setzen sich gar nicht für das Volk ein. Ich will jemanden von Chrissi Avi wählen, den hinschicken, dass er sich schlägt, also mit Fäusten, und damit sie zur Vernunft kommen. Das ist ihr Argument. Ja, ja. Sogenannte Wutbürger. Ja, ja. Und natürlich eine Menge von Leuten auch, da muss man sagen, in diesen Jahren ist der Sozialstaat, den es ja nie so gab, ein vernünftiger Sozialstaat, aber den es gab, der ist gestrichen sozusagen. Und da hast du vor allem in Großstädten, und das haben diese Neonazi-Gruppe da sehr gut verstanden, die haben im Grunde genommen Sozialpolitik gemacht. Die haben Alte in Schutz genommen, ihnen für sie eingekauft, sie über die Straße gebracht. Oder wenn jemand sein Haus, seine Wohnung an Migranten gemietet hat und anstatt zwei, da wohnten 10 drin und die wollten nicht gehen, dann haben sie die Chrissi Avi angerufen, Chrissi Avi ging hin, hat sie zusammengeschlagen, rausgeschmissen. Die durften die Wohnung reparieren, also renovieren und dann rausgeschmissen. Und die Wohnung dann dem Besitzer gegeben. Oder, also diverse solche Dinge gemacht. Und ich glaube natürlich, wie gesagt, haben wir uns ein bisschen das unterschätzt, aber anscheinend ist etwas Tieferes da. Und da musste man jetzt zu soziologischen, psychoanalytischen Untersuchungen schon von der Frankfurter Schule die autoritäre Charakter zurückgehen und sehen, ja, dass es vielleicht doch eine Grundlage da ist, wo eine Krise kommen kann und dieses faschistoide, neonazistische, narzisstische oder was hochkommt wieder. Leider. Und ich meine, die Griechen durften das eigentlich nicht, weil die ja eine schlechte Erfahrung mit den Nazis gehabt haben. Also wo... Es ist grotesk, jetzt Familien zu finden, wo ihre Kinder sozusagen in die Chrissi Avi sind oder Chrissi Avi wählen, wo der Vater oder der Opa durch die Nazis hingerichtet worden ist. Also es ist unvorstellbar, aber das gibt es auch. Ja. Ja, du hast ja eben davon gesprochen, durch das Diktat der Troika, dass so viele ja arbeitslos geworden sind und eine immense Zahl der Arbeitslosigkeit. So, meine Frage geht dahin, durch diese hohe Arbeitslosigkeit ist ja vielfach, sage ich mal, die ausgebildete Jugend, was man verstehen kann, in andere europäische Länder gegangen, zum Beispiel durchs Gesundheitswesen, also Ärzte, Krankenschwestern und so weiter, die dann natürlich jetzt im Ausland leben. Was man verstehen kann. Yeah. Wie viel Prozent, also dann die fehlen ja, diese Generation fehlt ja dann eigentlich, die ja ausgebildet worden ist, diesem Staat eigentlich. Und wie viel Prozent ist das denn so in unterschiedlichen Berufsgruppen, die dann fehlen? Sure. Also leider gibt es keine Statistik. Es werden nur Schätzungen, weil ja selbst die nach Deutschland kommen, das kann man zwar auffangen durch die Wohnmeldepflicht. Mhm. Ja, aber sonst in anderen Ländern, wo sowas nicht gibt und
aus Griechenland nach Europa, verschiedene Länder zu kommen, die werden ja nicht gezählt. Also die ohne Pass oder mit ihrem Ausweis fahren sie raus und niemand kontrolliert das. Nach Schätzungen sind das mehr als 300.000 junge, hochqualifizierte Leute. Neulich habe ich einen Artikel auf Englisch sogar gelesen, wo anscheinend Weltrekord ist in heutigen Zeit, der griechische Brain Drain, wie das heißt. Also, und ich meine, im Alltag siehst du das ja auch. Ich habe meine zwei Kinder leben in Berlin und über sie habe ich zig Leute kennengelernt von allen Fachrichtungen, die da hinkommen. Eine Zahl, die natürlich enorm ist, sind Ärzte. Es muss in Deutschland ca. 4.000 bis 5.000 griechische Ärzte geben. Und das ist natürlich ein Problem. Ich meine, das ist auch, muss man auch mit berechnen, was Deutschland profitiert aus dieser Krise sozusagen. Wer hat sie dann ausgebildet und so. Und Ingenieure und so, ich meine, wenn ihr in einem Arbeitsamt in Griechenland geht, da findet immer, es gibt so Blätter da, wo das deutsche Arbeitsamt bekannt macht, dass wir Krankenschwestern, Ingenieure so und so brauchen und die nach Deutschland und die Voraussetzungen natürlich. Man muss die Sprache kennen, man muss das und jenes und so weiter. Und naja, über meine Frau habe ich auch so einen Beweis. Meine Frau ist Deutsche, die gibt Deutschunterricht. Und ich hatte langsam schlechtes Gewissen, dass die meisten Schüler, die sie hat, das sind junge Ärzte. Und die nach Deutschland kommen wollen. Tja, ja. Ach ja, das gibt es. Ja. Ja. Wir haben jetzt mehr als 2,5 Stunden. Ja. Spannende Fragen und auch ich hoffe, Grundlagen geschaffen. Ja. Ich hoffe, ich bin einigermaßen so rübergekommen, meinst du? Ja, und euch zufriedengestellt. Aber ich denke, wenn das mir noch erlaubt ist zu sagen, also im Sinne vom Blog Prinzip Hoffnung, dass wir Hoffnung haben müssen, haben und wenn wir überhaupt eine haben, sagte jemand, aber ich weiß nicht den Namen, ist auch egal, aber gefällt mir der Spruch, dann schulden wir sie jenen, die keine haben. Oh ja, stimmt. Ja. Ja, herzlichen Dank allen, die hier gewesen sind. Vielen Dank, Srebers. Ich bedanke mich. Ich habe eine ganze Menge gelernt.